Im Mittelpunkt der Ausstellung von Robert Muntean stehen mehrere Werkkomplexe, die das neue Anliegen des Künstlers, den Körper und die Figur als Metapher für innere Zustände zu begreifen und zu nutzen, auf vielschichtige Weise formulieren und definieren. Robert Muntean betont, dass sich für ihn seit seiner vorletzten Ausstellung Sonic Wave, welche die Übersetzung von Noise in malerische Gesten vollzog, eine ästhetische Verschiebung ereignet hat. Die Figur ist jetzt eher die Tür hinein in die Arbeit, sagt der Künstler, und sie soll auch leichter lesbar sein. Meine Vorstellung ist, dass die Komplexität sich in der Figur oder mit der Figur entfaltet. Dazu tragen auch andere Neuerungen an den aktuellen Arbeiten von Robert Muntean bei. Zum Beispiel, dass sie im Bildaufbau ein zusätzliches Element implementieren. Die noch unbespielte Leinwand wird mit Tape beklebt und auf diese Weise geometrisch gegliedert. Wobei die skizzierten Formen wiederum von Collagen abgezogen werden, die gewissermaßen als Backdrop fungieren und nicht in der Ausstellung zu sehen sind. So ergibt sich ein Ordnungsprinzip, eine Art a priorische Setzung, die im intuitiven Spiel des Pinselduktus wieder dialektisch in Frage gestellt wird. Chaos in die Ordnung bringen. Das ist eine jener Programmatiken, die insbesondere der zweiten großen Werkgruppe, The Ecstatic Static, ihre spezielle Signatur verleihen. Das sichtbare Tape evoziert dabei das Konstruierte einer am Computer errechneten Formenvielfalt und indiziert eine dahinterliegende virtuelle Struktur des Bildes.